Hallo, liebe Klemmbausteinbaumeister, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Brickstalk Corner. Heute wollen wir einmal mehr über Qualität sprechen, diesmal aber nicht unbedingt über die Qualität von Steinen oder sonstigen Materialien an sich, sondern darüber, wie sich Entscheidungen innerhalb von Unternehmen und auch wie sich Kulturen innerhalb von Unternehmen auf die Qualität und auf die Möglichkeiten dieses Unternehmens auswirken. Als schönes Beispiel sei hier Kobi genannt. Bei Kobi haben wir es mit einer Kultur zu tun, die der Qualität der Steine oberste Priorität einräumt, beziehungsweise der Qualität der Sets, beziehungsweise der Qualität der Nutzererfahrung. Die Klemmkraft ist die höchste am Markt, alles ist gedruckt, jedenfalls in letzter Zeit. Es gibt keine Farbabweichungen, es gibt nur Produktion innerhalb der EU. Die Anleitungen sind erste Klasse und die Sets selber sind, wie manche behauptet, Modellbau mit Erfolgsgarantie. Dafür produziert Kobi ausschließlich in Mielec in Polen. Dort werden sowohl die Steine als auch die Sets selbst produziert bzw. gepackt. Dort werden die Anleitungen gedruckt, dort werden die Kartons gebaut und dort wird das Ganze auch für den Versand verpackt. Doch selbst mit Produktionserweiterung fokussiert sich Kobi immer mehr auf einen bestimmten Teil des Klemmbausteinmarktes, nämlich der Militärmodelle. Seien es Schiffe, Flugzeuge, Helikopter, Fahrzeuge oder ähnliches, es gibt bei Kobi kaum noch etwas anderes. Letztlich dürfte es dafür zwei Gründe geben. Zum einen sind diese doch etwas komplizierteren Modelle aus normalen Klemmbausteinen etwas, was man teilweise nur oder sehr viel besser als mit anderen aus Kobi-Steinen machen kann, wohingegen Häuser und ähnliches durchaus mit Steinen geringerer Klemmkraft aufgebaut werden können. Zum anderen ist der Militärbereich ein Bereich, den Konkurrent Lego ganz gerne außen vor lässt, weil man ja eine kinderfreundliche Firma sein möchte und kein Kriegsspielzeug verkaufen möchte. Das heißt, das Segment steht für andere offen und Kobi ist einer davon. Andere tun es auch, siehe Sembo, siehe Winnerbricks, siehe Kader oder sogar Cumin. Dabei dürfte aber klar sein, dass zumindest im Bereich der normalen Klemmbausteine Kobi mit seiner eigenen Qualität die beste Möglichkeit hat, die Konkurrenz durchaus qualitativ in die Schranken zu weisen. Vergleichen wir diese Strategie mit der von Lego. Hier gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Produzenten von Steinen und von Sets auf der ganzen Welt verteilt. Allein Sets produziert Lego in China, in Mexiko, in Tschechien, in Ungarn und auch noch in Dänemark. Dabei handelt es sich aber um eine eher jüngere Entwicklung. Vor 10, 20 Jahren war das Dänemark und nur Dänemark. Was dabei auffällt, ist, dass die Qualität der Steine bei Lego durchaus nachgelassen hat. Dies betrifft teilweise die Klemmkraft, vor allen Dingen bei Minifiguren. Dies betrifft Farbabweichungen. Dies betrifft Ungenauigkeiten, dies betrifft sogar Packungsfehler und Designflaws bei bestimmten Teilen. Dabei erhebt sich die Frage, wie Kobi es schafft, fast immer ein perfektes Produkt abzuliefern, während Lego größere und größere Schwierigkeiten eben in diesem Bereich bekommt. Um genau diese Frage zu beantworten, schauen wir uns einmal näher an, was denn überhaupt die Qualität bei einem Lego-Steinset oder einem Klemmbausteinset ausmacht. Sicher sind es da zunächst die richtigen Grundmaterialien, die richtigen Maschinen und das richtige Design. Kobi hat diese Dinge im Griff. Lego hat zumindest die Maschinen und das Material im Griff. Beim Design fällt durchaus auf, dass es sich bei Lego um einen durchaus von den Strukturen her Großkonzern handelt. Diese Konzerne neigen dazu, durchaus am Kunden vorbei zu entwickeln. Und genau das passiert mitunter dem Design bei Lego. Das betrifft einerseits bestimmte Plus-4-Teile, die dann so viele Noppen haben, dass Vierjährige sie nicht mehr stecken können. Dies betrifft aber auch in bunte Sets für Erwachsene, die diese Art von Aufbau durchaus nicht mögen und auch wirklich nicht benötigen, oder blaue Pins. Und das unsägliche Thema Aufkleber für auch in der Lego-Welt teure Sets ist sicherlich ein Kapitel, welches auch genau in dieses Problem hineinfällt.
Fassen wir uns also kurz und sprechen von wertmindernden Kostenoptimierungen im Designprozess. Dies ist aber nicht das einzige Problem, was Lego durchaus plagt. Denn Farbabweichungen beispielsweise haben wenig damit zu tun, ob Kostenoptimierung durchgeführt wurde oder ob das Design passt. Hier tritt das größte Problem beim Wachsen eines Unternehmens zutage. Nämlich das Problem Know-how bzw. der Mangel selbigen. Denn es reicht nicht, einfach irgendwo eine neue Fabrik aufzumachen, ein paar Maschinen hinzustellen und lokale Arbeiter anzuheuern und ihnen 5 Minuten Einweisung zu geben. Die Prozesse, die beim Erzeugen von Legosteinen und auch beim Packen entsprechender Sets verwendet werden, sind durchaus nicht trivial und sie sind auch tatsächlich immer noch abhängig davon, welche Erfahrungen die entsprechenden Mitarbeiter dort haben. Da das Klonen von Experten aber weiterhin eine sehr selten erfolgreiche Methode ist und Lego tatsächlich in Ländern wie Mexiko oder China investiert hat, wo die durchschnittliche Verweildauer an einem Arbeitsplatz gerade für Menschen mit einem gewissen Erfahrungsschatz durchaus sehr gering sein kann, fehlt es offenbar immer wieder an entsprechendem Know-how, um wirklich eine gleichbleibende Qualität, zum Beispiel bei der Farbgebung, zu erreichen. Dafür ist es Lego in erheblich größerem Maße möglich, Teile aus verschiedenen Produktionsstätten zu mixen und daraus mehr Sets bzw. eine größere Vielfalt von Sets zu produzieren. Was bedeutet das nun? Im Grunde genommen muss sich jedes Unternehmen entscheiden, ob es langsam oder schnell wachsen möchte. Sicher, in vielen Fällen steht die Entscheidung für ein schnelles Wachstum nicht zur Diskussion, weil eventuell auch die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall natürlich hauptsächlich das Geld und auch entsprechend die Maschinenleistung. Aber das Schwierigste, um zu wachsen und das Schwierigste, um Ressourcen hinzuzufügen und auch das Langwierigste, sind die Humanressourcen, sprich das Personal und deren Können. Wer das nicht im Griff hat, der sollte sich überlegen, langsamer zu wachsen. Kobi macht es anscheinend hier richtig. Ob es Lego wirklich richtig macht, wird die Zukunft zeigen. Und das war's wieder einmal für heute. Wem das Video gefallen hat, der möge ein Like dalassen. Wem es nicht gefallen hat, der möge ein Dislike dalassen und eventuell noch kommentieren, warum es nicht gefallen hat. Natürlich sind auch für alle anderen die Kommentare offen, also mal so nebenbei. Wer allerdings derartige Videos öfter sehen will oder auch vielleicht die ein oder andere normale Review, dem empfehle ich, ein Abo dazulassen. Und damit verbleibe ich mit viel Spaß beim Bauen, viel Spaß beim Schauen und tschüss.